Wir sind jetzt gerade an der Strecke. Wir haben über Facebook eine Frage von Daniel Killinger gekriegt. Erstmal cool und vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Die Frage war, wie viele Anzüge habe ich eigentlich zur Verfügung am Wochenende? Ich kriege die Anzüge gesponsert von Galoppo, also auch vielen Dank an Galoppo. Die sponsern mir die ganze Unterwäsche und die Anzüge. Ich habe 2 Stück fürs Wochenende, einen für die Trainings, einen für die Rennen, mit dem Hintergrund, dass einfach immer im Rennen ein sauberer Anzug ist, wenn dann die Kamera kommt, wenn man hoffentlich auf dem Podest steht, dass es dann alles passt. Dass ihr mal seht, was ich eigentlich alles anhabe, jetzt so wie hier bei 25 oder 30 Grad, was ich eigentlich alles anziehen muss und wie heiß es im Auto wird, zeige ich euch jetzt. Ich habe mich jetzt umgezogen, so sieht es aus. Ich habe eine feuerfeste Unterwäsche an, Oberteil, Unterhose und Socken. Dient einfach dem Hintergrund, dass man keine Verbrennungen erleidet, falls das Auto Feuer fangen sollte, aber ist natürlich auch enorm heiß bei solchen Temperaturen. Ich ziehe mich jetzt um, jetzt kommt der Overall an. Jetzt habe ich meinen Overall noch drüber gezogen, der kommt über die feuerfeste Unterwäsche, dazu noch feuerfeste Schuhe. Und zu guter Letzt kommt jetzt noch der Hans, der Funk, die feuerfeste Sturmhaube und der Helm. Und so sieht es dann aus. Das ist das Hans. Für was dient das Hans? Es wird hier am Helm festgemacht, an der Seite. Es dient einfach dafür, dass ich mir bei einem Aufprall nicht das Genack breche, so wie früher viele Formel 1 Fahrer ums Leben gekommen sind. Also quasi auch wieder nur für die Sicherheit. Zu guter Letzt natürlich der Helm. Ich denke, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Da wisst ihr Bescheid. Das war jetzt meine Präsentation, wie ich mich anziehe, und für uns geht es jetzt zum Wiegen, dass dann das Gewicht für morgen stimmt. Wir sind jetzt fertig mit dem Wiegen, hat einfach den Hintergrund, dass das Auto und der Fahrer gewogen wird, dass dann morgen wir nicht zu viel Gewicht haben oder zu wenig Gewicht haben. Es gibt ein Mindestgewicht und an das muss sich jeder halten. Eine Frage war noch über Facebook, wie viele Leute stecken wir hinter und wie sind die Aufgabengebiete verteilt? Die Frage beantworten wir natürlich sehr gern und das ist unsere Truppe. Ich bin der Simon, bin zuständig für die Reifen und der Fahrzeuge ist. Mach sie sauber, mach sie rund und schau, dass die Jungs fahren können. Ja, servus, ich bin der Markus, bin auch dabei. Ich mache hier den Sprit, dass die Jungs auch fahren können. Hallo, ich bin der Robert und ich mache gerade die Bremsen mit dem Lukas sein Auto. Also ich bin der Ali, wir tun gerade das Auto von Stefan vermessen, die Achsvermessung. Ja, ich bin der Peter und einer aus dem Robot muss immer dabei sein. Ne? Hallo, mein Name ist Thomas, wir machen gerade die Achsvermessung bei Auto. Hallo, ich bin Soltan, wir machen jetzt Fahrwerkvermessung. Ich bin der Lukas und ich filme den Luca immer bei den Videos und schneide sie dann zusammen. Ja, und mach so noch was anfällt. Rechts abonnierst du und links schaust du ein neues Video.